So, Freunde, mein Name ist Hockey für YouTube Anime24 und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, heute können wir uns mal wieder aktuelle Kinderwerbung angucken und die ein bisschen mit der damaligen Kinderwerbung vergleichen, was wir uns ja sonst immer angucken, also die 90er, die frühen 1000er Jahre, das, was wir eben alles mit unserer Kindheit verbinden. Und heute habe ich nichts von Super RTL und auch nichts von Nickelodeon rausgesucht, sondern vom guten Disney Channel, der ja irgendwann mal kostenlos geworden ist, so 2008 vermutlich ungefähr, weil ganz früher war der ja kostenpflichtig gewesen, als es nur Super RTL und Nickelodeon gab. Da kam dann immer die Werbung, dass es ja noch den Disney Channel gibt, der kostenpflichtig in dem Sky-Abo enthalten ist. Irgendwann wurde das dann durch Disney XD abgelöst und dann ist der Disney Channel ja kostenlos geworden. Und da gucken wir uns mal heutige Kinderwerbung aus dem Jahre 2018 an, im Dezember davon, also knapp, ja, 1,5 Jahre her ungefähr. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum herum, sondern gehen direkt rein in diesen Werbeblock. Let's go! Turbo Malspaß! Mal nach Zahlen mit farbigen Motivlinien. Folge den Linien ohne zu übermalen. Mal nach Zahlen, mehr Spaß legendär. Für noch schönere Bilder und du bist der Star. Mal nach Zahlen. Entdecke meisterhaftes Ravensburger. Ich weiß, das gab es damals schon mal nach Zahlen. Da gab es auch schon unendlich viele Motive, dass man da diese Zeichenvorlage gekauft hat, mit auch den Farben schon mit dabei. Und dann konnte man eben diese ganzen Zahlenfelder ausmalen. Und am Ende ist daraus dann so ein geiles Bild hier entstanden. Das gab es damals schon, aber es war immer relativ teuer gewesen. Deshalb habe ich davon gar nicht so viele bekommen. Ich war immer interessiert daran, aber heutzutage kann ich es auch nachvollziehen. Das ist schon recht teuer, wenn man für so ein Bild knapp 12 Euro dann ausgeben muss. Und im Endeffekt malt man da vielleicht eine halbe Stunde oder so dran und dann ist das Bild auch schon fertig. Vermisse ich jetzt auch nicht so krass, dass ich das nicht so ausgiebig ausgetestet habe diesmal nach Zahlen. Ich habe Zeichnen dann eher freihand gelernt und ja, kriege das heutzutage wenigstens halbwegs hin, dass ich gut Motive abzeichnen kann und damit bin ich auch recht zufrieden. Deshalb mal nach Zahlen kenne ich auf jeden Fall, aber vermisse ich jetzt nicht ganz so sehr, dass ich das ein bisschen verpasst habe, sag ich mal. Und für Profis das Pferd-Tiki. Oh, für Profis? Okay, Barbie. Okay. Barbie, wir beste. Ausflug, Abenteuercamper, so viel zu entdecken, ein Pool. Es gibt so viel Zubehör da schon. Der Barbie Super Abenteuer Camper mit so viel Zubehör. Du kannst. Genauso wie mit Playmobil. So als Kind gab es da schon die riesige Auswahl, dass du da diese ganzen echten Welten so nachbauen konntest. Aber heutzutage gibt es ja auch immer so eine große Zahl mehr an Sets. Bei Playmobil vor allem. Da gibt es ja heutzutage auch noch auch Campingplatz, auch hier Jahrmarkt, dass man da Riesenratten so ein Zeug fahren kann. Das ist alles so krass ausgebaut worden noch bei Playmobil. Ey, heutzutage könnte man da die ganze Welt mit nachbauen. Und man hatte schon als Kind das Gefühl gehabt, dass man damit alles Mögliche bauen konnte. Das ist so krass, wie es immer weiter ausgebaut wird. Genauso wie bei Barbie. Die bauen auch immer weiter aus. Das ist schon heftig, wie viel immer weiter reingesteckt wird für die Kinder. Also, dass das alles immer noch weiterentwickelt wird. Das ist schon heftig. Ist schon heftig. Dein. Jetzt neu von Lego Friends. Auch Lego das Friends. Lake auch. City Resort. Jede Menge Spaß auf der Dachterrasse mit deinen Freunden. Was für ein Traumurlaub. Willkommen im Heart Lake City Resort. Stimmt, Lego Friends war dann dieses Lego für Mädchen gewesen. So das normale Lego war so für normale Jungs gewesen. Lego Duplo war dann für die Kinder gewesen. Und Lego Friends dann so die Mädchenvariante davon. Wobei ich es nicht ganz verstehe, weil viele Mädchen haben auch damals schon mit normalem Lego gespielt. Aber das war nochmal, um gezielt Mädchen anzusprechen. Weiß nicht, ob man es unbedingt gebraucht hätte, aber Friends. Gut. Noch mehr Sommerspaß erlebst auch, du schon wieder hier Campingplatz. Wohnen. Auch, krass. Jetzt überall neu. Campingplatz. Oh oh, so viele Haufen. Oh. Alter, was ist das denn schon wieder? Das witzige Spiel ums Häufchen. Wer überquert den Gassiweg ohne Igitt? Hebt das Bein, wer fällt ein, doch tritt bloß nicht rein. Ach du Kacke, mit der Spaßgarantie von Hasbro. Bei sowas, da denke ich mir dann schon wieder so, muss das sein? Braucht man so etwas für Kinderunterhaltung? Kann man nicht irgendwie andere Bewegungsspiele oder Brettspiele entwickeln? Muss das wirklich hier mit so Fäkalien zu tun haben? Ich meine, klar, es ist irgendwo, Kinder haben auch schon diesen Fäkalhumor, dass die alles, was dann irgendwas mit Stuhlgang so zu tun hat, dass sie es übelst abfeiern, aber ich weiß nicht, ob man das noch durch diese Industrie so fördern muss, ich weiß nicht. Ich habe ja auch mal ein Praktikum in der Grundschule gemacht und habe auch mal ein Jahr lang im Kindergarten gearbeitet und ich weiß nicht, so mich persönlich hat das schon irgendwie genervt, wenn dann die Kinder die ganze Zeit halt so über sowas gelacht haben. So. Ich finde halt, sowas muss nicht sein. Dafür ist mir ein bisschen zu geschmacklos, für dass ich so etwas meinen Kindern kaufen würde, aber natürlich kann jeder selbst entscheiden für sich. Meiner Meinung nach, das braucht man nicht unbedingt. Hatten wir auch damals jetzt nicht so ausgiebig gehabt. Wir hatten Lotti Karotti und so ein Zeug und nicht sowas hier mit Ach du Kacke. Gaming. Oh. Die Olchis, die gab's damals schon. Oh, Happy Meal. Nice, 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 nice. Jetzt eines von 7 Büchern mit spannenden Funktionen und das, Extras. Das war wieder eine coole Happy Meal Werbung. Oder das Lochis Buch coole Videos dreht. Schön auf Spielzeug bezogen, die Happy Meal Werbung. So auch wie damals. Sowas ist cool, sowas ist cool. Da, 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 da.
Carrera Go! Boah, Carrera! Fahre in dir und fahre spannende Rennen mit deinen Lieblingsfahrzeugen. Drück den Turbo-Button und ab in den Looping. Megasprung und Crash. Flyover. Vollgas und Megaspeed. Carrera ist auch schon krass gewesen. Da hat man zwar übelst viel Platz im Zimmer gebraucht, um so eine Carrera-Bahn aufbauen zu können. Irgendwie war es cooler gewesen, wenn man es immer im Einkaufszentrum gespielt hat, wenn dann so bei Galeria Kaufhof oder so eine Carrera-Bahn ausgestellt war. Irgendwie hat das da viel mehr Bock gemacht, wenn man da dann so Carrera-Rennen gefahren ist, als dann zu Hause, weil zu Hause muss man immer so voll den Platz halt machen, um die Carrera-Bahn aufzubauen. Das hat dann schon so gestresst und ja, bei Kaufhof konnte man einfach so aus Spaß so Rennen fahren, konnte da crashen lassen, alles mögliche so, war eh nicht mein Eigentum gewesen. Das war schon cool gewesen, das war schon cool. Bist du der Sieger? Entdecke die Welt von Carrera Go! Schnappt Hubi, den Dieb. Wo ist Hubi? Frag den Kompass. Er steckt bei einer weißen Kröte. Das ist ja so ein interaktives Spiel, so jeder Spielfall auch anders ist. Kompass gibt's nur bei Schnappt Hubi, dem Kinderspiel des Jahres 2012. Das sind coole Brettspiele. Nicht sowas wie, ach du Kacke, sowas braucht man nicht als Kind, finde ich so. Das ist nichts, was du zur positiven Förderung vom Kind beiträgt, meiner Meinung nach. Sowas hier, das ist doch viel cooler, wenn man da so ein Spiel- und Spaßspiel einfach hat, so, was halt auch so mit Fantasie dann so verbunden ist. Das ist doch viel cooler als so, ach du Kacke. Ich meine, ey, kein Wunder, dass die Jugend von heutzutage so komisch ist, ne? Er hat den magischen Ring gestohlen. Wo ist der Dieb? Genau, das hier meinst du. Wo ist der Dieb? Wer ist der Dieb? Er hat schwarze Schuhe an. Sprechende Tiere gibt's bei. Da gab's, wenn ich mich richtig erinnere, gab's auch bei dieser Sendung Spielegalaxie, die wir das letzte Mal schon gesehen haben. Ich glaube, da gab's irgendwann auch noch so ein Special-Spiel, auch so eins der Abschlussspiele dann immer am Ende. Das hatte dann, glaube ich, auch was mit Wer war's zu tun gehabt. Ich glaube, die haben da so ein Special-Spiel mit da integriert. Weiß nicht mehr 100%. Spiel des Jahres 2008. Entdecke ausgezeichnet. Des Ravensburger. Ja, Play-Doh wieder, geil. Große Fantasie. Viele tolle Sachen kann man damit machen. Mit Play-Doh macht Kneten einfach Spaß. Schöne Mikrowelle. Ja, Mann, schön Dr. Bibber. Viele tolle Spielzeuge und Knete. So voll, sah aus wie so ein Crossover von Dr. Bibber und Krokodok irgendwie gerade, dieser Menschenkopf. Richtig komisch. Aber war nice. Natürlich von Play-Doh, geil. Barbie, drei Etagen. Alter, schon wieder Barbie, ey. Junge, wie viel willst du mir noch anbieten von Barbie? So viel Platz, gemeinsam. Barbie 3 Etagen Stadthaus mit Aufzug, Dachterrasse und reichlich Zubehör. Du kannst alles sein. Oh, sowas ist geil. Konzept. Lege die Perlen. Sowas ist echt nice. Trocknen, fertig. Mit beweglichen Köpfen und Flügeln. Sowas ist richtig nice. Einhornwelt von Also, es ist auch so gefühlt vom Markt verschwunden, dieses Zeug hier. Also gut, hier 2018 gab es ja anscheinend noch Werbung dafür, aber trotzdem diese Perlen da, die man dann aufstecken konnte, konnte daraus Bilder machen, wenn man dann drüber gebügelt hat oder hier mit Wasser besprüht, dass sie dann fest geworden sind. Das ist schon cool gewesen so. Ist ein bisschen untergegangen. Ich habe das Gefühl, das kennen nicht mehr so viele Leute heutzutage. Aber es war cool gewesen, habe ich auch sehr, sehr oft gemacht in meiner Kindheit. War cool gewesen. Das Original von Epoch. Neu von Furry. Oh, Furry Friends, das gab's ja auch noch. Ja, stimmt. Flügel auf, Flügel ab. Sag es. Ich hab dich lieb. Schütte die Schwanzbilder an. Das war toll. Pauli, mein singender Plappergang. Das Ding ist, ich find's cool, dass es Furry Friends noch gibt, keine Frage. Aber das Ding ist, heutzutage gehen die halt viel mehr auf diese cartoonmäßige Schiene über, wenn man sich hier schon die Augen anguckt von dem Papagei. Damals, da haben die viel realistischer gestaltet. Da sah der Papagei noch realistisch aus. Die hatten Eisbärbabys, die hatten Panda-Babys, die hatten Meerschweinchen gehabt. Es gab gefühlt jedes Tier von Furry Friends. Und das war echt cool gewesen, wenn man als Kind kein Haustier haben durfte. Hat man einfach so ein Furry Friends bekommen. Na klar, ist kein Vergleich zum echten Haustier, aber es ist, für Kinder ist es auf jeden Fall schon sowas, wo man sagen kann, so, okay, man kann so langsam Verantwortung übernehmen. Man kann sich vorstellen, es ist ein Haustier. So, das regt auch immer die Fantasie an von Kindern. Und finde ich cool, dass Furry Friends auf jeden Fall noch gibt. Aber schade, dass sie halt eher so auf diese Cartoon-Schiene mittlerweile gehen, dass es einfach so übel süß aussehen muss und nicht mehr so realistisch. Ich fand die realistischen damals ein bisschen cooler. Hey, Licht aus, ich bin raus. Ah ja. Die Welt wartet auf uns. Also lasst uns eintauchen in eine Welt voller Fantasie. Wir bauen uns unsere ganz eigenen Abenteuer. Wo sind wir hier, Ariel? Egal, wohin die Reise uns führt, wir nehmen tolle Geschichten mit nach Hause. Jetzt tolle Disney-Prinzessin-Angebote bei deinem Fedes-Spielzeuggeschäft und auf Fedes.com. Tauche ein in die einzigartige Welt der 3D-Puzzles. Oh ja, 3D-Puzzles. Erlebe hautnah die Faszination, wie dein Puzzle Teil für Teil wächst. Bau auch du dein Lieblingspuzzle. Ravensburger 3D-Puzzle. Das hat auch damals irgendwann angefangen, als ich so 12, 13 Jahre alt war. Da kamen so diese ersten größeren 3D-Puzzles raus. Ich bin eigentlich noch mit nur normalen Puzzles groß geworden. Aber irgendwann gab es dann noch so diese Kugel-Puzzles. So. Und das war dann schon krasser gewesen. Das war so eine Neuheit damals gewesen, dass so eine Erdkugel oder so eine Dino-Welt so in so einer Kugelform so nachbauen konntest. Das war schon krass gewesen. Und heutzutage gibt es halt so 3D-Puzzle, wo du ganze Gebäude und sowas oder hier Fußballstadien nachbauen kannst. Das ist schon krass, dass man mittlerweile so weit geht mit 3D-Puzzles, dass es echt so stabil dann auch hält, dass man so zusammensetzen kann und es hält dann auch wirklich. Das ist schon krass.
Auch als Night Edition mit Licht. Genau, hier so Sehenswürdigkeiten. Krass. Was kommt? Was ist das denn? MP3-Player oder was nur? Ich glaube, es ist so Karaoke-mäßig, so ein Mikrofon einfach nur. So mitsingen. Ja, genau, so Karaoke-Station für Kinder. Zaubermelodie Elsa. Ist auch so krass, wie dieses Frozen gehypt wird von den Mädchen, von diesen kleinen Kindergartenmädchen. Halt so krass, ey. Oder eigene Melodie. Als ich echt im Kindergarten gearbeitet habe, die Mädchen, die waren so fanatisch gewesen, so verrückt nach Elsa und wie heißt die andere? Anna, glaube ich. Das ist so krass, wie die Mädchen verrückt nach diesen beiden Figuren sind. Das ist echt heftig. So, die denken echt gefühlt 24-7 nur an diese beiden Charaktere. Das ist schon krass, was Frozen für einen Einfluss auf die kleinen Mädchen heutzutage hat. Das ist echt heftig, echt heftig. Mit Disneys Zaubermelodie Elsa. Bist du Uno für Uno Extreme. Das erste das, Uno, das gab's damals auch schon. Das gab's du weißt auch nie, schon. Was geschieht. Aufgepasst, manchmal kommt es knüppeldick. Uno! Uno Extreme, der verrückte Spielspaß für die ganze Familie. Oh. Auf zur Kakerlakenjagd. Kakerlakak, ich glaube, das gab's damals auch schon. Kakerlake durchs Küchenlabyrinth aus Gabeln und Löffeln. Dreht schneller am Besteck, dann ist die Kakerlake weg. Kommt mir auch noch bekannt vor. Kakerlakak, die rasante Kakerlakenjagd. Ist halt typisch Ravensburger, geil Spiel. Jetzt neu, die rasante Vampirjagd mit Kakerlakula. Ja, Kakerlakula. Aber sowas sind halt innovative Brettspiele. Das ist cool für Kinder, sowas. Das ist cool. Mit Knoblauch, Licht und dem einzigartigen Kakerlakenkatapult. Das Kakerlakenkatapult gibt's nur bei Kakerlakula. Wo bin ich jetzt gelandet? Heute besuche ich meine Schwester Stella und fahre mit der Straßenbahn durch unsere wunderschöne Stadt und zu den tollen Geschäften. Hä? Entdecke die neue Sylvanian Families Stadt. Noch nie gehört, es sieht einfach übelst teuer aus. Irgendwie, wie als ob das so richtig hochwertige französische Sammlerpuppenmodelle sind. So richtig heftig. Sieht echt mega hochwertig aus. Krass, krass, aber weiß nicht. Hätte mich als Kind jetzt nicht wirklich angesprochen, aber sieht sau hochwertig aus halt. Nur von Epoch. Hachi Baby ist neu. Oh ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Streichel mich, dann schlüpfe ich. Spiel mit mir, dann freue ich mich. Leuchte ich, dann fütter mich. Erinnert mich ein bisschen an Furbies. Kuschel mich, dann beruhige ich mich. So viele Spielmöglichkeiten. Hatchy Mels, Hatchy Babies. Erinnert mich echt ein bisschen an die Furbies von damals. So, die gab es, als wir klein waren, dass man die Furbies hatte, die dann so langsam reden lernen konnten und dann auch miteinander kommunizieren konnten, wenn man mehrere Furbies hatte. Und das hier erinnert mich so ein bisschen daran, dass hier so ein Tier halt aus dem Ei rausschlüpft und dass man sich dann darum kümmert. Erinnert mich sehr an Furbies damals. Cool, cool. Bouncies? Sind das so Furby-Dinger, was? Sie schauen dich an, du weißt ganz schnell, du streichelst sie, gleich sind sie lieb. Tanz mit deinem Schmusetier, ganz wie du willst, es hält okay. Bouncies von Bandai, dein interaktives Kuscheltier. Feier ich aber auch, finde ich auch cool. Ist halt so die krasse Mädchen-Variante so von Furbies oder Katzen, keine Ahnung. Ist halt so übel auf Mädchen zugeschnitten, aber finde ich cool. Darf ich noch was Gemüse haben? Artig sein lohnt sich wieder. Was für Gemüse, Junge? Welches Kind sagt sowas? Im Winterwunderland, in deiner eigenen Galaxie oder in vielen anderen tollen Welten. Okay, sowas ist aber auch cool. Deine Träume werden wahr. Mit den Dream okay, sowas ist ja echt cool, dass man wie so ein Zelt so über sein Bett machen kann, dass man so einen anderen Himmel über sich hat. Das ist ja echt krass. Vor allem hier mit so Dinosauriern. Okay, das ist echt krass. Sowas hätte ich echt gern gehabt. Das stelle ich mir echt cool vor. Bettzelt das feiere ich. Für nur 19,98 €. Geht doch voll der Preis. Geht voll. Such die verlorenen Schätze des zerstreuten Pharaos. Oh, die Pyramiden. Verschieb die Pyramiden. Das ist auch schon uralt, das Spiel. Das ist auch schon uralt, ey. Das habe ich auch schon selbst als Kind gespielt. War echt eines meiner Lieblingsspiele als Kind. Also echt, das habe ich echt sehr, sehr gerne gespielt. Echt krass. Das hat sich auf jeden Fall auf dem Markt bewährt, sag ich mal. Das muss man auch schaffen als Brettspiel, dass es echt so 10 Jahre später immer noch weiterhin produziert wird. Das ist, glaube ich, echt schon krass. Gut, dann sind wir auch schon am Ende vom Video angekommen, wie ich hier sehe. Genau, können wir kurz zu Ende gucken, den Clip. Jetzt neu. Spielt auf 2 Ebenen. Was? Auf 2 Ebenen? Oha! Die Mumien zurück in ihre Kammern. Die Mumien des Pharao. Oh, einfach so gefühlt so ein DLC für ein Brettspiel. Krass, krass, krass. Feier ich, dass das jetzt noch erweitert wurde heutzutage. Und wie wir sehen, sind wir jetzt am Ende vom Video angekommen. Ja, und gefühlt unterscheidet sich die heutige Kinderwerbung gar nicht so sehr von der damaligen Kinderwerbung, was wir noch aus unserer Zeit kennen. Das wundert mich wirklich sehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es wirklich verdammt schwer ist, einen heutigen Werbeblock auf YouTube zu finden aus dem Kinderprogramm. Es ist echt nur eine Handvoll, die man da finden kann und die meisten wiederholen sich dann noch immer. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man jetzt nur so einen ganz, ganz groben Einblick nur hat oder ob die Kinderwerbung sich wirklich fast gar nicht unterscheidet und größtenteils noch dasselbe hergestellt wird. So, dieses Stuhlgangsspiel da am Anfang, das lassen wir jetzt mal aus und vor. Das ist so das Einzige, was mir heute ein bisschen gegen den Strich ging, wo ich so sagen würde, okay, das muss jetzt nicht sein für Kinder. Aber ansonsten, es ist jetzt nicht so der große Unterschied zu unserer Werbung damals. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr von der heutigen Kinderwerbung haltet. Und ansonsten lasst wie immer gerne auch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch schon ganz, ganz bald wieder. Euer Mac24.
Ciao.